Moin Moin, und da sind wir wieder zurück bei unserem zweiten Versuch. Achso, ja, zweiten Mal. Keto, was ist los? Vlast war hier und kämpfte direkt jenseits der Mauern gegen die Gebrandmarkten, als die Geschmiedeten angriffen. Wir hörten, wie einer der Geschmiedeten sagte, Balthasar selbst sei unterwegs, um den Drachen gefangen zu nehmen. Ihr dort drüben, folgt mir! Ich versprach euch die Hilfe des Ordens der Schatten, um Balthasars Heroldin zu finden. Aber ich gehe davon aus, dass ihr auch mit dem Gott selbst zufrieden seid. Wir brauchen eure Hilfe, um an Vlast heranzukommen. Er könnte der Schlüssel sein, den wir benötigen, um Balthasar aufzuhalten. Es tut mir leid. Aber niemand hier in diesem Außenposten ist so ausgerüstet, dass er eine Chance gegen einen Kriegsgott hätte. Hier entlang! Los, weiter! Ich muss diese Leute hier aus der Gefahrenzone bringen. Zurück zum Tempel der Kormir. Sorry, jetzt nicht so weit laufen, ne? Zusammenbleiben. Wollen die nicht mal um ihr eigenes Zuhause kämpfen? Diese Leute sind keine Krieger. Für euch mag es anders sein, aber für sie bedeutet ein Gott den sicheren Tod. Sie ziehen es vor, die Beine in die Hand zu nehmen und zu überleben. Am besten schon mal aufsetzen. Das verstehen wir. Bringt sie zum Tempel. Nee, an der Mauer geht's. Nur weil du am Rand der Instanz warst. Ach so, okay, alles klar, dann setzen wir wieder auf. Jetzt noch kurz warten. Warten. Falls wir heute stürmen. Dann tun wir mal unser Bestes, um heute nicht zu sterben. Vielleicht hätte am Ende nur Ridlock überleben sollen. So, und was nun? Und ich war der Fehler. Wir finden Vlast. Cass? Ich komme mit euch. Ich will antworten. So, okay. So. Ah, jetzt. Okay. Keine Ahnung, welchen Weg Vlast. So, Kanonen brauchen wir nicht, wir brauchen nur Leviten. Trümmer finden sich in allen Richtungen. Diese Zerstörung ist auf. Mir war schon immer klar, dass diese Dynamik zwischen Menschen und katastrophal endet. Wenn ihr alle seht, sagt solche Bescheid. Worte von jemandem, der einen Drachen zu seinen Ahnen zählt? Und die Char müssen immer kommen und hinter allen weiteren aufholen. Noch habe ich keinen gesehen. Ich auch nicht. Streiten wir uns darüber, wessen Schuld es ist, wenn wir die Sache jetzt beenden können, um dann darüber zu streiten, auf wessen Konto es geht. Ich sehe. Ja. Eine. Call. Ist im Visier. Ich sehe eine zweite. Da. Und die dritte wird auch da sein. So. Ich greife die erste an, den du gecallt hast. Ja. Liege einfach mal dann Damage machen auf das Ding, dann stehe ich wieder. Ja. So, weiter nach vorne, Richtung Mauer, da war die nächste. Ja. Aufsetzen wieder? Nee. Ja, wenn du es kannst. Achso. Elite geschmiedete Kanonade. Ja, sehe sie. Ich habe das Ziel im Blick. So, ran, Damage. Ich lieg stehen. Ah, er steht ungünstig im Feuer. Weiter. Digi wiederbeleben? Ja, ich such schon mal die nächste. Ja. Ich hab sie. Okay. Im Target. Ja, ihr müsst, glaube ich. Ja, ihr könnt ihn nicht im Feuer wiederbeleben. Nee. Chuck Lynn, du liest auch. Dich kriege ich aber, glaube ich, noch hoch. Ja. Mach den so weg. Nicht an mich. Genau, mach den Elite. Ja, bin auf dem Weg. Thank you.
Wieso? Waren das jetzt nur 2 von 3? Ich wüsste nicht, wer jetzt noch. Nee? Nee. Scheiße. Wo? Nein, nein, nicht sterben. Jetzt schaffen wir es eh nicht mehr. Diese scheiß Schützen. Schon besser. Ja, jetzt auch egal, 3 Minuten sind rum, wir können. Ja. Keine Ahnung, wo der jetzt noch wäre. So, dann. Naja, beim Sur war der. Beim. Dann versuchen wir mal wieder eine Gruppe zu werden. So, wo seid ihr beide? Da habe ich Ole. Wo ist denn Dinti? Ich bin immer noch im Feuer. Geist ist Brimstone und Kanna versucht mich zu retzen, ey. So, mehrere auf einmal können ihn vielleicht heilen. Das sieht gut aus. Oh, ein Dritter? Die 20 Minuten. Ja, das sieht gut aus. Ich muss doch raus, ey. Zu krass. Irgendwer schießt auch noch auf mich. Ja. Danke. So, wir sind ja noch nicht fertig. Nee, das doch, das ist optional. Das ist alles optional. Okay. Dieses Plateau hoch. Wenn Vlas da oben ist, wird Balthasar auch nicht weit sein. Ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Balthasar. Seid ihr die Krönung, das Angebot meines Gottes anzunehmen? Niemals. Nun, fragen musste ich zumindest. Ah, die macht hier Dings gut. Man kann hier gar nicht weg. Nee. Dann CC war versuchen zu brechen. Na, du kannst nicht weg, du musst drin sein. Ich war vorhin draußen und bin ja nur in Wurzel drin. Und eben halt hier Ausweichrolle gleich machen, ne, wenn sie die CC war wieder brechen, wenn es geht. Er sollte auch keine von mir erwarten. Kriegen wir die CC-Bar nicht weg? Noch hab, ich hatte eben kann schon. Ich nicht. Ich muss aufladen. Kann der Pet auch nicht? Nee, Pet lädt noch auf. Jetzt Damage drauf fahren. Damage. Achtung, jetzt, Achtung. Ausweich, Rolle. Ja, nee, das hat nicht geklappt. Ja, ich weiß noch nicht, ob es das überhaupt ist. Alter! Der nächste bitte! Ich war ganz schön in der Klemme. Ach, fuck. Beweist, dass ihr stärker seid! Tötet meinen Gott! Bitte! Aha, wenn sie den Wirbel macht, muss man, glaube ich, ganz nah dran stehen, oder? Oder hier, sie blocken, hier, da, CC-Bar brechen. So wie bei Dings, weißt du, wie bei... Wirklich. So, jetzt lassen wir uns mal überraschen.
Na, am Koksen? Ja, habe ich so einen Meister, der bringt mich dabei. Balthasar, beendet es jetzt und hier. Dieser Krieg wird alles außer den Altdrachen vernichten. Ich werde nicht zulassen, dass noch mehr Gräueltaten geschehen. Wenn ihr euch nicht auf einen Dialog einlasst, müssen wir euch als Feind behandeln. Nun gut. Ihr habt den Gott des Krieges vor euch, sterbliche Kreaturen. Und ich bin eure Machenschaften leid. So sei es. Eure Heroldin ist tot. Ich habe sie getötet. Ihr hättet sie ersetzen können. Ja. Habt mein Angebot jedoch abgelehnt. Die Zeit der Diskussionen ist vorbei, Tyrianerin. Jetzt bleibt nur der Tod. Char. Euch, mein Freund, werde ich verschonen. Doch weiter reicht meine Gnade nicht. Freund? Warum ist Ridlock Balthasars Freund? Ridlock ist weg. Der hat sich weggepoddelt eben von mir. Am Ende lag er ja bei uns da. Nee, da ist er wieder. Ridlock ist da vorne. Die Flammen werden euren Leichnam schwärzen. Also ich bin tot. Ich bin noch nicht ganz tot, aber jetzt im Video. Bitte keine Quicktime-Events. Bitte keine Quicktime-Events. Bin ich das, die da liegt? Ja. Nee, nicht in meinem Video. Der Drache ist im Weg gesprungen. Ja. Bodyguard-Szene. So, jetzt bin ich wieder da. Was ist passiert? Liege noch. Ich belebe euch gleich wieder. Kaschmir ritzt auf. Nein. Also, was ist mit Balthasar geschehen? Ridlock hat gerade Nein gerufen. Ja, gleich erstmal alle wieder beleben. Ich mit Ridlock und Kanach. So, ich hole mir zuerst Ridlock. Ridlock, was ist gerade geschehen? Warum hat euch Balthasar verschont? Euch Freund genannt? Er, Balthasar. Ich glaube, wir sind uns schon begegnet. Wie meint ihr das? Wann? Als ich nach meinem Schwert zu Othin suchte. In den Nebeln. Ich weiß nicht, wie lange ich schon gesucht hatte. Man verliert in den Nebeln leicht das Zeitgefühl. Aber als ich Sotin endlich fand, war seine Flamme erloschen. Dann sah ich den Fremden. In Ketten. Er sagte mir, er könne die Flamme meines Schwerts wieder entzünden. Ich habe ihn nicht nach seinem Namen gefragt oder warum er dort gefangen war. Ich bat ihn nur, Sotins Flamme wiederherzustellen. Um mich erkenntlich zu zeigen, durchtrennte ich seine Fesseln mit dem Schwert. Oh ja, Balthasar befreut war. Als ich es tat, öffnete sich ein Portal. Er sagte mir, es sei ein Weg aus den Nebeln hinaus, nach Hause. Er muss mir hindurch gefolgt sein, bei der Flucht aus den Nebeln. Ich wusste es bis gerade eben nicht, aber dieser Fremde war Balthasar.
Er sah aus wie jeder andere Geist, der in den Nebeln gefangen ist. Ich wusste es nicht, bis gerade eben. Kommandeur, ich mache das wieder gut. Ich weiß. Ja, da frage ich mich gerade, ob vielleicht die anderen Götter auch irgendwo in Ketten liegen. Das muss ja einen Grund gehabt haben, dass sie sich... in Ketten gelegt haben, dass sie nachher beim Endkampf... Ja, aber Frage ist, warum sind die nicht tätig? Im Gegensatz zu... Ja, vielleicht kommen die ja noch, weil er ja gefangen gehalten war. Dann sind die aber ziemlich faul, wenn sie bisher nichts machen. So, Die denken einfach in anderen Zeiträumen, würde ich mal sagen. Kann auch sein, gebe ich wohl zu. Und so, kann auch. Ist Ridlock in Ordnung? Balthasar schlägt mit der Kraft eines Gottes zu. Es ist schon gut. Vlast hat sich selbst geopfert, um mich zu retten. Bei den Göttern! Als er starb, wurde Balthasar von der Kraft zurückgestoßen. Und danach war er einfach fort. Wir wissen also immer noch nicht, warum er Vlast wollte, wie seine Pläne aussahen. Augenblick! Diese Kristalle! Untersucht die Kristallscherbe. So, die ist hier. Sie sehen wie der Erinnerungskristall aus, den wir in Glins Höhle gesehen haben, als der Meister des Friedens Orins Ei erhielt. Ein Erinnerungskristall? Wie seid ihr... Der Kriegsgott ist hinter mir her. Wegen der Kräfte in meinem Innern und der Waffe im Schatten der Propheten. Du musst herausfinden, wie man sie entfesselt, Schwester. Und zwar vor ihm. Das ist Vlasts Stimme, nicht wahr, Kommandeur? Er hat diese Nachricht für Orin dagelassen. Oder für jemanden, bei dem er sich darauf verlassen konnte, dass er sie ihr überbringt. Schatten der Prophetin. Irgendwelche Vorschläge? Das ist vermutlich Glints Höhle. Ich bin schon dort gewesen. Sie ist nicht weit von hier. Ridlock, ihr hattet... Kashmir hat sich Sorgen gemacht. Wenn Balthasar Glints Höhle kennt, könnten wir beim Versuch hereinzukommen auf Widerstand stoßen. Wenn wir überhaupt reinkommen. Das ist ja der Trick bei der Sache. So, Kashmir, sprechen wir mal an. In Ordnung. Ihr drei begebt euch zu Glints Höhle und haltet nach Geschmiedeten und nach Balthasar Ausschau. Ich werde die restlichen Kristalle besorgen. Sie könnten sich als nützlich erweisen. Außerdem brauche ich einen Ort, von dem aus ich Taimi erreichen und mich bei Orin melden kann. Werdet ihr Orin von Vlast erzählen? Ich bin sicher, sie weiß bereits alles. Ich kann spüren, wie sie reagiert. Sie scheint mit Vlast auf dieselbe Weise verbunden zu sein wie mit mir. Tatsächlich. Auf jeden Fall solltet ihr in Anbetracht der Höhe dieses Terrains herausfinden, welches Transportmittel die Einheimischen benutzen, Kommandeur. Noch nicht Instanz verlassen, ne? Jo. Ja, wunderbar. So, was war noch zu? Wir müssen in der Instanz noch 5 Erinnerungskristalle sein. Sammelt die verstreuten Erinnerungskristalle vom Blas, steht hier. Geschichtsmission, okay. das Opfer. Was soll ich denn drücken? Das linke oder das rechte? Weiterentwickeln. Jetzt kriegt ihr Fuchs. Also die sind irgendwo auf der Map. Ja, ich schaue erstmal hier oben und dann... Ich so schon fröhlich. Ja, findet, gebt Bescheid. Ja. Ich glaube, die müssen wir alle. Oh, fast die Instanz verlassen. Ja, das geht ja recht schnell.
Oh, 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 oh. Was sagte ich gerade? Das geht hier recht schnell, ne? Danke. Ich hatte die Hoffnung schon aufgegeben. Aber es kann gut sein, dass dort draußen noch mehr von uns sind. Ich werde tun, was ich kann. Begebt euch in Sicherheit. Das ist toll. Irgendwer hat einen Nomaden wiederbelebt. Ja, ich. Ja, wir lagen gerade zu. Irgendwie hat die Person sich dann trotzdem bei mir bedankt. Aus irgendwelchen Gründen. Kriegsmagier. Sind die Geschmierten immer noch hier? Paar, ja. Ich sehe aber nichts. Ich auch nicht. Vielleicht sind die auch... Warte, Blast aus der... Die Vergangenheit. Ich habe hier goldenen Kristall, den ich irgendwie an... Ja, nee, das ist was anderes. Kannst nicht anschlagen. Okay. Naja, nicht direkt anschnacken. Das ist mehr Interagieren-Beschreibung. Das ist aber hier ganz am Start gewesen. Das ist kein Erinnerungskristall oder so. Okay. Also, wirkt er jetzt in ganzer Weise danach. Oder sind die außerhalb der Instanz, wenn man kriegt die später... Nochmal rum. Also ich würde mal sagen, das ist für die für draußen, weil das ist ja alles Einsatz, ne? Findet die Kristalle und übrig und kontaktiere Talmi, ne? Kontaktiere Talmi dann, ja. Ja, kann sein, ich gucke hier nochmal unten ins Wasser. Dann ins Lager. So, ich bin hier oben auf den Turm gekommen und kriege dafür gar nichts. Danke. Das ist vielleicht einfach nicht hier. Ja. Kriegt man dann vielleicht bei der Map-Erkundung, findet man die vielleicht. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.